Drummixing, der heilige Gral der Tontechnik. Aber was ist mit dem E-Bass? Wie mischt man den? Und wie kriegt man das hin, dass der E-Bass und die Drums zusammen grooven? Das wissen willst, bleib dran. Hallo und herzlich willkommen hier im Clip-Clap-Tonstudio. Mein Name ist Dennis Westermann, as you already know. Wir sind wieder bei den Mix-Quickies angekommen und es geht weiter um die Drumbearbeitung. Dazu haben wir schon ein paar Videos gemacht. Check unbedingt den Kanal, check hier oben die Verlinkung und so weiter. Heute geht es einmal um den Drumbus, also quasi die Gruppe, in die alle Drumspuren zusammenfließen. Und um das Verhältnis zwischen der Bassdrum und dem Bass. Low-End-Tricks. Also, bleibt dran. So, hier sind wir nun also bei mir auf dem Monitor. Es geht um die Drums. Wir hören uns die erstmal mit Effekte an. Wa? Machen wir mal. Geht los. Geil. Gleichstelle ohne Effekte. Ja, ich glaube, den Unterschied hast du gehört, habe ich schon in den anderen Teilen gesagt. Falls du es nicht gehört hast, geh dringend zum Ohrenarzt, kauf dir neue Boxen, besorg dir gute Kopfhörer oder verlass dich gleich auf die Profis. So, es geht also erstmal um die Drumgruppe. So, das ist relativ easy erklärt. Also, die Drumspuren gehen alle in die Gruppe. Hier sind jetzt gerade noch die Percussion-Spuren mit an, die mache ich mal aus, weil die gehen auch gar nicht in die Drumgruppe. Oder vielleicht auch, vielleicht geht die Percussion-Gruppe in die Drum-Gruppe, könnte sein. Spielt jetzt aber auch gerade keine Rolle. Es geht jetzt erstmal um die Drumspur. Ich mach mal an. Und ich mache jetzt mal die Gruppenbearbeitung aus. Entschuldigung, jetzt ohne Gruppenbearbeitung. Und jetzt wieder mit. So, was merkt man da? Erstmal merkt man deutlich, da ist ein Kompressor drauf und zwar ein geiler Kompressor. Also dieser Vertigo-Kompressor ist der Wahnsinn. Ich liebe das Teil, vor allen Dingen auf dem Drumbus. Ich benutze es, glaube ich, nur da. Ich benutze es, wenn ich in Ableton bin und Elektro mache, mache ich auch manchmal. Da nehme ich den ganz gerne als Summenkompressor, also auf der Summe. Ansonsten eigentlich fast nur für Drums. Und dann auch immer dieses Preset. Entschuldigung, ich habe ein Preset benutzt und zwar Drum Bus Compression. Genau, und dann stelle ich quasi mit dem Threshold hier ein, wo der landen soll. Ich mache nochmal kurz an. So, das Preset heißt Drum Bus Compression minus 6 dB oder so, glaube ich. Ja, minus 6 dB Gain Reduction. Mach es nicht, das ist viel zu krass. 6 dB ist viel zu krass, beziehungsweise wirklich nur an der lautesten Stelle des Songs. Achte mal auf die Toms und auf den Kompressor. Hast du gesehen, wie die Gain Reduction da fast auf 6 dB springt? Ich mach nochmal eine andere Stelle. So knapp unter 6, ne? Aber nur, wenn die Toms kommen. Ich liebe das. Ich mag das total gerne. So, geiler Kompressor. Erster Move. Zweiter Move. Tape Machine. Warum Tape Machine und warum auf Drums? Als erstes mal, wir wollen von der Bandmaschine quasi die Fehler, die die analogen Geräte erzeugt haben. Noise. Wir wollen Wobble oder Speed Stability heißt das hier. Es müsste aber, also auf Deutsch das Gleichlauf. Genau, also wie gleichmäßig das läuft. Und das Gegenteil davon ist quasi Leiern. Das ist quasi das krasse Gegenteil von Gleichlauf. 100% Gleichlauf ist digital. So, damit dann aber nicht alles so digital klingt, haben wir ja halt hier diese Tape Stability. Und das macht quasi diesen Wobble dazu. Das Tape leiert ein wenig, wenn man so will. Das hört man aber bei den Drums nicht, weil die Drums ja keinen Ton machen. Trotzdem ist das geiler Sound, das will man. Außerdem macht die Bandmaschine natürlich auch ein bisschen Verzerrung. Also wenn man das in die Verzerrung fährt, ich glaube, das haben wir hier nicht wirklich, warte.
ganz bisschen fahren wir hier die Verzerrung. Und hier unten Crosstalk. Das ist eine geile Funktion. Crosstalk ist quasi das Übersprechen, klassisch gesehen, das Übersprechen von zwei Signalen in einem, zum Beispiel in einem Mischpult. Musst du dir vorstellen, Kanal 1 und Kanal 2, die Leiterbahnen sind relativ dicht zusammen. Oder vielleicht auch die Kabel. Und da du dich hier auskennst, weißt du, der Strom fließt nicht durch den Draht, sondern um den Draht drumherum. Das ist eine magnetische Ladung. Und also elektromagnetische Ladung meistens. Und diese Stromfelder, die um die Kabel oder um die Leiterbahn drumherum schwibbeln, die beschwibbeln sich manchmal gegenseitig. Das heißt, die übersprechen. Vielleicht finden wir eine tolle Grafik zu Crosstalk. Dann blenden wir die hier ein. Es geht quasi darum, wie ich eingangs gesagt habe, das sind Fehler, die man früher eigentlich nicht haben wollte. Und jetzt in der digitalen Zeit hat man festgestellt, fuck, mit den Fehlern war es irgendwie geiler. So ist es. Das wollen wir vom Tape. Außerdem macht das auch ein bisschen Compression, aber ich habe schon sehr oft über das Tape gesprochen. Checkt die anderen Videos über Masterbus und so, da habe ich auch darüber geredet. Als letztes, Fresh Air. Auch über Fresh Air haben wir schon ungefähr 6000 Mal gesprochen auf diesem Kanal. Ja, es ist ein kostenloses Plugin. Ja, ich benutze es in jedem Mix 300 Mal. Und ja, es sind die geilsten Höhen, die du kriegen kannst. Punkt. Super für Vocals, Akustikgitarren, Drums, Cajon, E-Bass sogar. Was? E-Bass? Ja, sogar E-Bass. Auf quasi alles. Klavier, auf alles, was du willst, was geil aus dem Mix raussticht. Verteil es gut, tu es nicht auf alle Gitarrenspuren, sondern nur auf ein oder zwei. Oder nur auf die Main-Vocals, nicht auf die Backings, nicht auf alle Vocalspuren, nicht auf alle Instrumentenspuren, sonst geht der ganze Spaß verloren, der ganze Witz. So, das war jetzt quasi meine Drum-Gruppe. Und jetzt kommt der magische Teil. Der magische Teil. Es geht um Bass, also E-Bass versus E-Bass versus Bassdrum. Also, how to mix a E-Bass. Hier in der Gruppe E-Bass, Bass Main, Einfrierung, Auftauen, beibehalten. Let's go! So, wir hören uns den Bass mal an, gemixt und ungemixt. Schalalalala. So, einmal gemixt. Genau, das war der gemixte Bass. Jetzt die Gleichstelle nochmal ungemixt. Okay, und den Mix wieder an. Es soll eigentlich gar nicht so sehr um das Mixing gehen. Ich zeige deswegen nur ganz schnell, was ich gemacht habe. Immer eine Tonne Compression auf dem Bass. Da muss einfach viel Compression drauf, damit der Low-End stabil steht im Song. Dann kommt der Air-Bass, der hebt quasi Bass an. Sehr subtil. Und jetzt kommt das Ding, weswegen ich das eigentlich zeige. Es geht um den Track Spacer. So, dazu haben wir auch schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich hier oben oder da, aber ich wollte es nur eben mal schnell zeigen. So, also der Bass hat Low-End. So, und die Kick hat ebenso Low-End. Ah ja. So, die spielen im gleichen Frequenzband. Und gerade im Bass ist das super kritisch. Also die Bassfrequenzen sind super kritisch. Die brauchen extrem viel Energie, also um die wiederzugeben. Das heißt, dein Verstärker, deine Endstufe, deine Kopfhörer, was auch immer, braucht sehr viel Strom, um Bassfrequenzen wiederzugeben. Verhältnismäßig viel mehr als für die hohen Frequenzen. So, wenn jetzt gerade deine Bassdrum übelst schiebt und der Teller ist jetzt gerade richtig am Schwingen von deinem Subwoofer und dann kommt der Bass dazu und will die gleiche Frequenz spielen, der schwingt ja schon relativ langsam, der Teller, was soll er denn dann machen? Nochmal, das geht halt nicht. Und dann geht immer eins unter, Bass oder Bassdrum. Und das ist wirklich der Schlüssel für einen guten Mix. Das ist vielleicht eins der wichtigsten Dinge, die ich ever hier in den Mixquiggies erklärt habe. Weil der Schlüssel für einen guten Mix ist ein aufgeräumtes Low-End. Das heißt Low-Cut on fucking everything, auf alles, außer Bass und Bassdrum. Und jetzt spielen die aber ja natürlich manchmal gleichzeitig. Wie kriegen wir das hin? Sidechain Compression, das kennst du bestimmt. Immer wenn die Kick kickt,
drückt ein Kompressor den Bass runter. Das ist der klassische Weg. Funktioniert auch ganz gut, je nach Einstellung. Wir haben das jetzt noch ein bisschen optimiert, und zwar die Kick, oder die Bassdrum, nenne ich es mal, die Bassdrum drückt, soll eigentlich nur unten drücken bis 100 Hertz oder so, würde ich mal sagen. Und habe ich hier eingestellt, 100, ja. Genau, bis ungefähr 100 Hertz. Der Bass hingegen, gerade hier, wenn der in einer höheren Lage spielt und so, der soll bis ganz oben offen sein. Da ist auch kein Hi-Hat drauf oder so, der soll bis oben offen ausklingen. So, die Bassdrum und der Bass stören sich aber ja nur im Bassbereich. Bei einer normalen Sidechain-Compression würde aber, wenn die Kick kickt, der komplette Bass leise werden. Macht Sinn. Mit dem Track-Spacer kann ich sagen, bitte nur in dem Frequenzbereich von bis. In diesem Fall von 20 Hertz bis 100 Hertz. Nur da soll die Kick, abhängig von der Frequenz, die die Kick da genau ausspielt, quasi den Bass genau da rausdrücken. Ich denke, dass das Sinn gemacht hat. Ich mache das jetzt mal an, aus, übertreibe mal ein bisschen und versuche das deutlich zu machen. Geht los. Was ein bisschen irritierend ist, ist, Ton und Bild sind nicht ganz synchron zueinander. Das liegt an der, das kennst du bestimmt, an der sehr langen Latency, die ich hier habe von 2000 Samples. Das ist diesem hier geschuldet, weil da siehst du hier, die Session, da ist recht viele kranke Plugins sind da drauf, die viel Leistung brauchen, und darum ist die Latenz relativ hoch. Darum ist die Anzeige nicht ganz synchron zum Ton. Ne? Nur by the way. Ich mache nochmal kurz an. Oh nice, jetzt haben wir gerade drüber gesprochen, jetzt hatten wir auch gerade Dropouts. Ist egal, darum geht's nicht. Es geht darum, du siehst das hier quasi, guck mal, Bass, also Hi-Hat, meint nicht Hi-Hat auf dem Bass, auch wenn dieses Teil auf der Bassspur liegt, steht ja hier oben Bass Main. Das meint quasi das Sidechain-Signal. Das Sidechain-Signal wird Hi-Hat bei 100 Hertz und ist nach unten hin bis 20 offen. Darüber steuert das nichts und komprimiert auch nichts von dem Bass weg. Ich hoffe, das habe ich gut erklärt. Ich übertreibe es nochmal komplett. Und damit du es besser hörst, ziehe ich mal die Frequenz jetzt ganz auf. Das hast du gehört, ne? Ist ziemlich übertrieben. So, ich lasse mal ganz, also das, was ich jetzt habe, ist der Standard-Kompressor, der das ganze Frequenzbild wegmacht mit einem mittleren Attack hier und ein mittleres Release, würde ich das auch noch nennen. So. Okay, ich würde wahrscheinlich tatsächlich Release reduzieren, Attack auch, wenn es ein normaler Kompressor wäre. So, jetzt würde ich ein bisschen Ratio rausdrehen. Aber merkst du, wie man immer das Gefühl hat, dass jedes Mal drückt der Bass so komisch weg? Und wenn ich das jetzt so drastisch eingestellt lasse, so krass, würde ich es nicht anstellen. Ich lasse mal auf 40% und drehe jetzt aber mal nur den Bereich, den wir wegdrücken wollen. Nur unten, nur Low End. Merkst du das? Man hat das Gefühl, der Bassist spielt ganz normal durch und die Kick haut dir voll einen von Latz. Aber ohne, dass sich das gegenseitig stört. Das ist ein super geiler Trick meiner Meinung nach. Vielleicht kanntest du den noch nicht. Falls doch, schreib in die Kommentare. Falls du es besser tun würdest, schreib das auch in die Kommentare. Ab in die Endcard. Danke, dass du das Video bis hier geschaut hast. Ich hoffe, du hast viel gelernt. Gerade dieses Trackspacer, was ich am Ende erzählt habe, ist echt so ein Gamechanger für mich gewesen, schon vor ein paar Jahren. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, aber das kann man ruhig mal öfter erzählen, das ist wirklich ein geiler Trick. Genau, ansonsten, solltest du Fragen haben zum Drummixing allgemein oder zu sonst was, schreib es unten in die Kommentare, wir versuchen das zu beantworten, solange du höflich bleibst. Und abonniere sehr gerne den Kanal hier. Wir machen jede Woche ein Video, mindestens eins. Genau. Außerdem sind wir bei TikTok, Facebook und Instagram. Da kannst du uns auch gerne abonnieren. Mein Name ist Dennis Westermann, CubeTrap Tonstudio. Chicke, chicke. Fresh. Einfach schwibbeln. Einfach schwibbeln. Schwibbeln.